Sodass wir also, um zurückzukommen auf die Gründung der DDR, das nun nicht mit großem Enthusiasmus aufgenommen haben. Weder die Gründung der Bundesrepublik noch die Gründung der DDR danach. Da haben sich dann erst später in den folgenden Monaten und Jahren Mythen gebildet, wahrscheinlich im Westen genauso wie im Osten, nicht, dass das also ein großer, von allen bejubelter Neubeginn war. Sicherlich haben die Leute dann mehr darüber nachgedacht, was diese Staatlichkeit bedeutet und wohin sie führen könnte. Aber zunächst einmal wurde es tatsächlich im politischen Tagesgeschäft eben als ein Schritt unter vielen gesehen. Wesentlich stärker ist mir noch das Jahr 48 in Erinnerung, 100 Jahre Revolution von 1848, die Feiern dazu, die vielen Gespräche, die wir hatten, auch im Unterricht, die Diskussion über eine neue gesamtdeutsche Verfassung, die sich an den Idealen von 1848, 1918 orientieren sollte. Das alles ist mir mehr im Gedächtnis als die Gründung der beiden deutschen Staaten. Natürlich haben das andere anders aufgenommen. Es hing auch davon ab, wie sie sich die weitere Entwicklung Deutschlands vorstellten. Viele von uns hier haben mit wachsender Besorgnis gesehen, wie das gesamte gesellschaftliche Leben, Politik, Kultur durch das Gesellschaftsmodell der USA geprägt wurde. Und das war eben die Hemmschwelle, die es gegenüber der Bundesrepublik gab, nicht? Hier wurde versucht, das sowjetische Modell mit gewissen Modifikationen doch zu übernehmen und drüben eben das amerikanische Modell.